Gib den, Digga! Gib den, Digga! Hä? Oh. Drop it. Da. So. Ab zum fünften König, Alter. Kraterberg, nee, Kraterberg Hochland. Jalla. Du bist immer so fleißig am Lernen, das ist krass. Sau ein Macher, Digga, sag ich dir, so ist es. Mit deinem Nasskit und deiner Karte soll ich also in der Lage sein, die Höhle zu durchqueren, ohne mich zu verlaufen, alles klar. Wo ist Papin? Gott, der AMG kommt nicht von alleine, wa? Richtig, Digga, das stimmt. Nasskit. Ja, hab ich doch. Wo ist sie? Nasknit habe ich schon am Start. Gibst du mir dein Nasknit? Ja, safe. Kriegst das Schlechte, 41. Sein Controller ist einfach disconnected. Von wem? Achso, von Potter? Ja. Oh, guck mal, Leute, hier waren wir vorher noch nicht. Oh, da, guck mal, was da ist. Ein Silvaro ist hier einfach hinter. Achso, das war meins, ja, moin. Oh mein Gott, wie lost. Oh, hier ist so ein Dings. Muss man sich merken. Ah, ich hätte mir die Orte markieren sollen, ey. Markieren. Wichtig auf der Karte markieren. Na, safe, safe, safe. Wo muss ich denn jetzt eigentlich? Ah, ich muss hier raus. Ich bin gerade zu. Doch, da, Digga, warum laufe ich dann nicht hinterher, Mensch? Ja, möchte ich. Ich möchte den Bericht erstatten. Ah, ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Ich muss doch ins Dorf zurückkehren und Mitgliedsrang erhöhen. Hi, bin im Chat. Es knapp, Sophie. Hi, bin im Chat. Was hat der schönes für mich? Digga, mein Nasio gerade. Loch, ey. Da
Das Spiel ist geil, Mann. Ich sag dir so, wie es ist. Was bringt mir die Kreissäge? Soll ich eine kaufen oder nicht? Ich weiß nicht. Nee, scheiß drauf. So, gib mir meinen 5-Sterne-Rang jetzt hier. Jalla, Abfahrt. Erkenne deinen Fortschritt an. Damit hast du dir einen neuen Mitgliedsrang erarbeitet. Let's go. 5 Sterne. Ist da. 5 Sterne. Du kannst so einen Flügelbälle einsetzen. Pokémon bis Level 65 gehorche ich mir auch. Nice. Bei dem Polion. Safe. Du bist der Einzige, dem ich die Erforschung des Weißen Frostlands anvertrauen kann. Und das ist keine Übertreibung. Die Nummer 1. Die Nummer 1 im Lande. Erfülle deine Mission. Ja, mit den Pokémon waren die tatsächlich echt schnell. Ja gut, das, was davor gekommen ist, war ja auch nur quasi ein Remake von Diamant und Perl. Also da mussten ja kein neues Spiel aus dem Ärmel zaubern, sondern haben nur Grafik und ein bisschen Gameplay überarbeitet. Ey, da hat dir gar kein anderer Spieler gesagt, dass er es dem anvertraut. Guten Abend zu Razi, das hört sich besser an. Ja, so heiße ich auch. Okay, gut. Let's go. Kannst du dich noch an das Winterturnier erinnern in Cold War? Ja, kann ich auf jeden Fall. Dann wollen wir mal in Richtung Weißes Frostland aufbrechen, was? Los geht's, ich bin heiß. Mit meinem Anzug, Digga. Ich habe einfach einen Anzug, Leute, Mann. Die anderen hier so angezogen, mit Mantel und so. Ich habe einen Anzug. Wir waren im selben Team, Yaparu. Ja, ich kann mich an dich erinnern. Safe, Yaparu. Was geht? Du hast doch einen Triple sogar gehittet in dem Turnier. Krasser Player. Ja, cool. Ich habe mir sogar einen Anzug angezogen. Was erhofft er sich von all dem? Friedliches Miteinander? Ich hoffe, du hast recht. Professor Lavin. Oh, sorry. Ich wollte nicht von deiner Mission ablenken, Longdong. Lass mich meine Mission machen, Mann. Wie wäre es, wenn du gegen mich dein Kampfgeschick auf die Probe stellst? Ich gewinne eh wieder auf abgehoben. Komm, Longdong. Ja, richtig. Dieser Dame immer noch. Digga, immer. Aber das ist nicht, Digga, der bleibt einfach gut, ey. Der Chat hat entschieden. Der Chat hat entschieden, Longdong. Also kann ich nichts für. Psychokinese, nicht sterben. Boah, einfach ein One-Hit kassiert. Aua. Aua! Gengar. Gengar knallt denn jetzt sowas weg. Pantimos, Alter. Wer ist Pantimos? Ein Spukball und tschüss. Bam. Yalla. Den. Staraviak, Digga, den so. Machen wir mal Giftschock. Giftschock sollte auch eigentlich ganz stark sein. Sag ich doch, Junge, mein Gengar ist so viel, Mann. Was ist hier los? Mein Gengar ist das beste Gengar. Pikachu. Oh, gefährlich. Mein Gengar ist stark. Ist auf der Feuerinsel so ein Lager? Nein. Nicht? Nein. Oh Mann. Warum haben wir Pikachu noch einen Spukball reinkommt? Weil Gengar Maschine ist. Ja, mein Gengar ist so gut, Junge. Einfach alle drei Pokémon one-hitted. Alles richtig gemacht, den Gengar in mein Team.
Du bleibst für immer mein Teamgänger, haben wir uns verstanden. Tschüss. Digga, mein Silvaro kackt aber auch immer ab. Ich glaube, ich mache echt mein Starter-Pokémon raus jetzt. Mal Real Talk. Silvaro kackt immer ab, Digga. Das ist mein erstes Pokémon, kriegt immer One-Hit und ist weg. Es soll ein massener Pokémon aufgetauft sein. Aufgetauft, ja, perfekt, Digga. Einfach Taufe gemacht. Gib gut auf dich acht. Ja, da will ich doch gar nicht hin. Ich will hier hin. Hier will ich hin. Weißes Frostland. Ich glaube, das ist die letzte Insel, wo ich hin muss, Leute. Hier eventuell könnte noch was sein, aber glaube ich nicht. Weißes Frostland. Schneefeldbasis heißt also dein Ziel. Da wollen wir hin. Schneefeldbasis. Boah, passt zu meinem Anzug. Haha. Weißes Frostland. Wir bekunden jetzt das weiße Frostland und suchen den letzten König. Wir können nun gemeinsam frieren, Ehrenmann. Arktilas hält sich beim Eisgipfel Krampfeld auf. Das liegt noch ein ganz Stückchen weiter. Was gut gegen Eis? Feuer eigentlich, ne? Ja, aber ich glaube, Eis auch sehr gut auf Dings. Eis auch sehr gut auf Feuer. I don't know. Ah, so, ja. Mal gucken. Ich finde schon was. Wo müssen wir überhaupt hin? Zu meinem Meister natürlich, er ist genau da, wo man ihn auch sonst immer findet. Bei dem Eisblock. Ja, ja, lass zum Eisblock. Ab zum Eisblock. Erst einmal hier aber vorher mein Lager sauber. Weil das musste natürlich hier. So, stopp, weg, weg, weg. Ah, hab ich schon aufgeräumt. Nice. Superbälle? Kann ich schon Hyperbälle kaufen? Nein, nicht ausruhen. Für Pokémon. Auch nicht. Ich wollte herstellen. Digga, ich kann immer noch keine. Keine Hyperbälle machen, ne? Das ist heftig. Gott. Ich hab's einfach nicht getroffen, Digga. Es bleibt aber trotzdem stehen. Ehre. Ehre, Digga. Schnäppke, Junge, du Ehrentier. Weiß nicht warum, ne, aber mich zieht das hier jetzt erstes hoch. Ich geh erstmal hier hoch, ich hab Bock. Fange ich das von hier am besten? Oh ja, safe, 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 safe. Boah, das ist aber voll schnell, Alter, heftig.
Komm her! Ups, das wollte ich nicht. Komm her, Digga. Und jipsa! Nochmal. Nein, Digga, wie schnell ist dieses Viech? Digga, das fange ich doch niemals. Nie im Leben. Oder fange ich das von hier am besten? Ja, Bro. Digga, ey, ich bin noch drauf. Come on, Digga. Flieg doch nicht so hässlich, Alter. Wo ich war. Digga, ich... Mein Aim! Meine Pelle sind alle gleich weg, Mann. Digga, Bro! Aber hier ist das so am nächsten dran, oder nicht? Oder bin ich falsch? Doch, safe. Digga, das ist genau vor mir. Ich treff's einfach nicht. Ich bin dumm. Ich schmeiß mal einfach einen Superball. Der kleine Kurve. Vielleicht dann besser. Piss dich, Digga! Bleib jetzt drin, Junge! Komm her! Ui. Digga, ich hab keinen Ball mehr. Ich hab alle weggeknallt. Alle Bälle. Alle Bälle hab ich weggeknallt, Leute. Du Huren-Pokémon! Scheiß auf dich, Digga! Wasted time. Alle Bälle weg, Digga. Was für ein Scheiß auf... Warte mal, ich markier's. Ich markier's. Wo war das hier? Hier fliegt es rum. Ich hab's mir markiert. Da hole ich mir auf jeden Fall noch. Ich glaube an dich, Wiss. Ja, ich hab's schon aufgegeben. Mach lieber die Standardmission. Erstmal besser. Besser für uns alle hier. Für den Chat und für mich. Aber jetzt muss ich hier irgendwie rüber. Boah, das ist eine Höhle. Erstmal in die Höhle oder was sagt ihr? Oder rüber? Haben wir schon. Rein, okay. Ja, das mit den Pokébällen habe ich nicht so drauf, ne? Ach so ist, an wen muss ich mich eigentlich wenden für den Mess WW2 Standard? An Revi. Boah, ist irgendwas versteckt. Doch, ich dachte, ist was versteckt. Chillig, warum auch immer ich da jetzt angelaufen bin. Einfach um das eine Pokémon zu machen. Hassbüro. Let's go, wichtig. Nicht mal an Griffel, Alter, das habe ich schon so oft gefangen. Griffel gibt mir einfach Risikotackle, perfekt. Wusste ich gar nicht, dass Griffel sowas kann. Was? Weg.
Nein, nicht verklaufen, bleib schön hier. Ha! Erwischt habe ich dich. Bleib drin! Jawohl, Digga, Keifel auch am Start. So, erstmal noch hier nach rechts. Erstmal ein bisschen nach rechts noch gucken. Was ist das denn Schönes? Komm her, lass fetzen. Lass fetzen, Digga, komm! Firmontor. Ja, Eistapfagel auch rein, tot. Tot. Silvaro mal sowas von One-Hit heftig. Ja, Geowatz, Digga. Geowatz ist sehr effektiv, Digga. Da sehe ich mich. Aber erstmal machen wir den, weil das ist nur effektiv und ich will das ja auch fangen, ne? Ja, perfekt. Perfekt. Wirklich perfekt. Nicht sterben, nicht sterben. Junge, Geowatz ist so ein Tank. Ich küsse doch dein Herz. Machen wir nochmal Dampfwalze. Und dann sollte er rot sein. Sollte rot sein. Nein, nur Geld, Digga. Scheiße, was mach ich jetzt? Trotzdem fangen, ne? Trotzdem versuchen zu fangen, glaube ich. Besser ist das. Oder noch ein Ruckzucki mit Tempo von Luxra. Aber könnte dann noch tot sein. Ah, egal, ich versuch's zu fangen. Besser. Besser ist das. Später ärgere ich mich, warum ich sie getötet habe. Diese war die richtige Entscheidung. Der war die richtige Entscheidung. Okay, hier kann kein Kleinschein rauskommen. Da darf kein Kleinschein rauskommen. Vier Montor, Digga. Tschüss, ja. Kommt ja aus der Bedeckung. Digga, oh. Diese Gegend ist gefährlich, weil meine Pokémon alle gewonnen werden. Sehr, sehr gefährlich. Er läuft schon weg, er hat Angst bekommen. Tschüss. Tschüss. Babam. Babum. Alpollo haben wir schon. Oh, ist auch eine Höhle. Da gehen wir auf jeden Fall auch rein. Safe. Der bin ich. Die bin ich rausgekommen, wa? Oder? Ja, Digga. Ja, moin, einfach verlaufen, Digga. Perfekt. Scheiße, ich bin hier vorne runtergesprungen, ja, true. Normalerweise läuft man hier rechts runter. Ah, okay, ich bin lost. Boah, da glänzt was aber ganz, ganz doll. Habe ich aber schon gefangen, glaube ich, ne? Ne, ich schaffe ihn nicht. Walreiser oder was ist das hier? Nicht Walreiser. So ein fettes Ding, Alter. Guck mal, das Elitäre brauchen wir nicht. Wir haben hier so ein kleines. Das passt auf. Digga, okay, er läuft mir Cross the Map hinterher. Chill doch. Chill doch, Bro. Ich bin gerade am roten Garados dran. Also an dem Elite-Dingen-Vieh. Das ist big. Krieg's gefangen, Digga. Ey, Zentnerbälle sind OP. Die wirfst zwar nicht weit, aber die sind richtig OP. Zentnerbälle? Zentnerbälle, ja.
Wollen wir tryen? Hab ich auch noch nicht. Komm, wir tryen's, warte. Wenn ich sterbe, dann egal, ich try's. Ich try's. Ich hab da Bock drauf. Aber, Digga, wie schon 3 Pokémon down. Egal. Oh mein Gott. Was? Was will der denn? Komm her, lass uns fetzen, Digga. Komm. Level 68. Er ist zu hart. Mit 3 Pokémon schaffe ich das nicht. Das ist zu hart. Das ist eine Nummer zu hart. Muss man auch mal einsehen manchmal, Leute. Da ist ein Fliegeding. Das wollen wir auf jeden Fall auch haben, ne? Mit meinen Flügelbällen hier. Guck mal. Zack! Digga, mein Aim ist so schlecht auf Switch, das ist nicht normal. Bleib drin, Kollege. Wo ist Geronimatz? Geronimatz ist drin geblieben. Wichtig und richtig. Was ist das? Barschuf. Ey, Bascho. Was soll das? Ich will mal kurz hier hoch gucken, ob man da hoch kann überhaupt. Ja, muss man, ja. Safe. Bevor wir die Mission da starten, will ich hier ein bisschen noch. Na, kann man nicht lang, oh Junge, nervig. Wie hier geht's nicht weiter? Da kann man noch weiter, wir müssen verarschen, Mann. Wurde einfach verarscht, Digga. Kurz auf Klo. Oh, schon wieder ein Ball weggeworfen. Einfach. Ne? Ja, das wäre so cool, wenn wir hier jetzt eine Basis einrichten könnten oder so.
Geht aber noch nicht. Hier ist aber eine Stadt. Ich kann hier hinreisen schon mal. Das ist sehr, sehr wild. Sehr, 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 sehr wild. 10 von 10. Oha! Ich darf da einfach nicht rein. Wahrscheinlich muss ich erstmal ein bisschen questen. Was ist das für ein schönes Pokémon? Sneebel, Alter! Sneebel! Scheiße. War nicht sehr effektiv, ne? Aber hauen wir trotzdem einfach auf. Ich habe keinen Bock, Pokémon zu töten. Okay, Scalps. Jetzt sollte rot sein und dann soll können sich's fangen. Es ist tot, Digga. Fuck. Egal, Chest auf.
Come on, dreh dich doch mal hier um zu mir. Mach da eine Welle draus, sehr heftig. Geht doch. Strand rette ich, das brauche ich sogar für meine Quest. Also laufen wir ganz friedlich rein. Kuss. Iha. An die Birne geworfen. An die Birne habe ich jetzt geworfen. Der bewegt sich, der Baum. Ja, hab ich gedacht. Ich habe gedacht. Was ist das denn schönes? Eine rote Boma-Dame. Jalla, du kommst in mein Team. Hey, wie stark. Juch. Ich sehe gerade, ich habe nur noch ein Pokémon. Ich sollte mal ganz schnell zurück. Ja. Nice. I like that. Dililili. Erstmal ausruhen auf entspannt. Elf Pokémon, nice. Die Pokémon haben wir alle gesehen, ne? Alle gefangen, nice. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Was möchtest du jetzt machen? Natürlich die Forschung fortsetzen, mein Freund. Ist doch klar, oder nicht? Was? Rihornia. Ah, ist nice. Muss mal wieder ein bisschen mit Dings reisen hier, mit meinem stabilen Fettsack. Mit Ursulana heißt so, ne?
scheiß doch mal. Oh, was ist das? Der kalte Wind hat mir fast die Ohren vom Kopf gefroren. Und wozu? Prima. Mein Name ist Ren. Ich diene dem Pelkan-Clan als Wächter. Alles klar. Weil es in Rage ist. Ich bin bereit. Komm, lass. Digga, der will sich fetzen. Ich hab ein Rihornior gefangen, Bro. Rihornior? Ja, Mann. Digga, krass. Hab ich auch noch nicht gesehen. In der Dingens, in so einer Zeitreisenzone. Scheiß da schon wieder. Scheiße, Digga. Jetzt krieg ich zwei Hits weg. Tot, Gänger, tot, safe. Digga, Gengar ist eine Maschine, Bohrmaschinen, Gengar. Ja, okay, die dürfen. Die sind zu zweit und dürfen dreimal meinen Gengar angreifen. Wie unfair ist das denn, Alter? Komm her, knall die weg. Weg. Silvaro, du bist der Beste. Ja, was? Als wenn das nicht One-Hit ist, oh mein Gott. Weg mit dir, weg. Tschüss. Zerstört den Chef hier. Wer ist er eigentlich? Wer ist er, dass er zwei Pokémon gleichzeitig kämpfen darf? Und ich nicht. Hä, wie geil. Er ist Eistrainer und sagt, gut gekämpft, das Eis ist nun zwischen uns gebrochen. Was ist das für ein Call einfach? Der Allerechte. Sabi, tschüss. Er sagt einfach unter Wasser Face Potter und er säuft dabei fast. So ein Behinderter. Habst du es bis zu mir? Mann, ich habe einfach noch
4 Zigaretten und hau mir gerade eine aus Versehen gegen die Tischkante und die reißt. Ich Och nein, Digga. Ich hab noch Papes hier und jetzt flieg ich. Na, und safe. Mein Name ist Sabi. Schön, dich kennenzulernen, Long Long. Ebenso. Ebenso, die Dame. Du bist richtig stark, nicht wahr? Ja. Wie nur, wenn ich sie fangen kann? Willst du verarschen? Hole Sabi ein. Ich weiß nicht mal, wo sie hin ist. Einfach in Simsala in dieser Zone hart. Ich kann sie nicht anklicken. What the fuck? Wo wollte ich schon sagen, mein Herz, Digga? Hallöchen, Long Dong. Hallo. Zeig mir, was du hast. Ja, wer weiß. Und vor allem kann ich wohl wirklich hell sehen, genau. Hey, jetzt muss ich wieder hinterherlaufen. Was ist die denn für eine? Mensch, spielt die mit mir hier Fang? Ich hatte dich gerade. Unfucking fassbar. Hole Sabi ein. Einfach across the map, Alter. Digga, hier ist einfach eine Lag-Tag im Eis. Einfach eine Lag-Tag. Eine Lag-Tag. Schock, Digga, das muss ich sowas von haben. Bleib drin. Scheiße, Mann. Ja, alles zwar nicht sehr effektiv, aber knallen wir trotzdem rein, weil dann wird's eventuell gelb und danach rot. Genau, und dann mal das mache ich nochmal und dann ist rot. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Genau, Axanto, alles richtig gemacht. Nochmal, jetzt ist nämlich rot und dann kann ich es fangen. Oh! Kennst du Roose Boy? Nee, sag mir nix. So ein Musiker, Digga, der ist einfach dein Streamer, Alter. Super Ball, Maschok bleibt drin. Ich küsse doch dein Herz, geil, Digga. Brauch dich sogar noch. Nice, einfach Maschok. Ganz, ganz wichtig und richtig. Richtig. Komm, hier ist noch so ein Dings. Irgendwas im Baum. Gucken wir mal, was da drin ist im Baum. Fangen wir es. Oder Boma-Dame? Ne, diesmal klatschen wir die Boma-Dame weg.
mit dir, Boomer-Dame. Wäsch. Ein Riolo. Was ist denn ein Riolo? Gefangen. Noch ein Maschok. Riolo ist das. Das ist die Vorentwicklung von Lucario, Digga. Ah ja, sieht doch so aus, tatsächlich. Das ist wild. Auch immer eins meiner Lieblings-Pokémon gewesen, Lucario. Electek, Maschok. Wasserstein gefunden. Geil, ich kann Aquana machen, Digga. Das ist big. Nein, kein Wasser. Digga, ich wollte gerade Wasser probieren. Ihr verpisst euch mal. Was wollt ihr? Komm her, lass fetzen, Alter. Was will er? Was denkt er sich? Donnerschlag. Ja, Digga, gegen Geowax läuft das nicht. Ich habe das perfekte Pokémon gegen euch gemacht. Versteht ihr? Ich habe euch gefickt. Zack, Electek weg, sollte One-Hit sein, tschüss. Junge, hab ich euch Trick gezogen, Trick. Keine Chance und Elekid auch rein. Rein in mein Pokédex, rein. Ohne Gnade, rein. Der will nicht, der dann. Ja, Offensivkraft wird hoch, Defensivkraft wird hoch. Junge, du kannst gegen mein Geowatz einfach nichts machen. Nix, nicht mal ansatzweise. Gar nix. Null, nada, niente. Du kannst in mein Pokédex kommen und zufrieden sein. Genau so, nicht anders. Hier ist ein elitäres Electek. Ich glaube, ich knall das weg mit meinem Geowatz. Einfach auf entspannt, weil ich da Bock drauf hab. Der will 65. Knall dich einfach weg, weil ich das so wie es ist. Der Chef hat's einfach weg, Digga. Oder soll ich fangen? Ah, ne, er hat Eisenschwert. Ah, verfehlt, okay. Hast du schon Electek? Ja, hab ich. Hab ich. Sauber. Und tschüss. Schön noch mein Geowatz gelevelt. Hat er sich auch verdient. Oh ne, stopp. Tasche ist voll, Digga. Wenn ich das immer lese, dann kriege ich Anfall gefühlt. Ja, Katastrophe. Daher kommen auch die verlorenen Items, ne? Wenn du Sachen liegen lässt quasi, sind das für andere Online, also für andere Spieler, sind das dann verlorene Dings. Ah, ich sehe das jetzt. Das wusste ich gar nicht. Ja, Mann. Verlorene Items. Ich sehe das. Das ist doch dieser Gia, ne? Ja, ja. Ist das doch der Kollege? Ja, von ja, dir? Ja, ja, safe. Ich hab jetzt auch mal endlich Silvaro.
Was ist los? Was heißt noch live? Ich bin nicht mal eine Stunde live. Hä? Weiß ich nicht, wie ich fertig bin.